Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, bis 6 Uhr morgens vorgespult, damit wir ein bisschen heller haben. Wir wollten hier hinten noch zum Turm, nachdem wir da Flaggenspiel fertig haben. Das Upgrade haben wir uns hier auch geholt. Und da müssen wir hier dann gleich mal gucken, wie wir da so richtig hinkommen. Das wird auch noch sehr interessant auf jeden Fall. Bisher habe ich mich ja gut bewahrt. Ich bin jetzt nicht umgefallen. Ja. Es ging bisher ganz gut. Vor und rückwärts. Jetzt ist natürlich hier so die Sache, wenn ich jetzt hier so, ich auch irgendwie rückwärts, ne? Ohne umfallen am besten. Frage ist jetzt, ob ich hier ein Wendemanöver oben mache. Ich sag mal, das wäre vielleicht ein bisschen besser, weil ich kann ja mit dem Lastgang besser runter, als ich so rollen sollte. Wirkte doch nicht so, ob würde ich hier total langsam runter machen. der Stefan, ne, der hat geschrieben, hier wegen der Differential, da hat er sich wohl verguckt. Ja, passiert öfters mal, mir auch. Also mir passiert das öfters mal. Kein Problem. Und wir sollten uns den AMK holen, den Offroad Truck. Alter Schwede. Mal einfach so auf Spaß. Mal gucken, ich will ja, das stand so nicht im Drehbuch. Ich sag mal, so weit kommen wir ja hier nicht mehr, ne? Wir sind ja hier dann fast aufgeschmissen. Wenn wir den jetzt hier runter schaffen, dann wäre das gut. Und außer dem Wachturm, der ja nicht ganz knapp wird, aber schon ein bisschen knapp wird, werden wir ja mit den Scout eh nicht weiter erforschen können. Aber dann können wir uns hier wenigstens umgucken und mal sehen, was hier so los ist. Unten haben wir ja auch noch den anderen Kartenanschluss, auch sehr interessant, ne? Sich da ein bisschen vielleicht mal umzugucken, wie da so aussieht. Und wir haben den ganzen linken Teil noch der Karte zu erforschen, ne? Also vielleicht, eventuell, mit unter anderem auch, ja, das so ein, ja, so eine Sache, die man sich mal wirklich geben kann. So, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich bin. Ach so, da. So, einfach hoch hier. Ja, dann würde ich sagen, ab hier rein. In die Wiese Lucy. Und dann ab da nach oben, ne? Sollten wir ja irgendwie mal hinkriegen. Geil. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas Interessantes haben. Jetzt hier noch so Upgrades oder so. Upgrade. Ja, doch. Die Frage ist nur wo. Neue Mission entdeckt. Der Truck Redder. Neue Mission entdeckt. Finde den Antennenturm. Finde den Antennenturm. Das hört sich an wie, also als erstes, ach, da ist das Upgrade, okay. Das können wir ja eigentlich mit dem Player machen, ne? Der hat auch noch ein bisschen Saft hier. Ich glaube schon. Was heißt, der hat ein bisschen Saft? Der hat ja noch richtig Saft, ne? Weil wir können ja oft tanken. So, dann gucken wir mal. Es hat sich hier rechts eine Einkerbung und dann jetzt nicht so der heftige Matschweg ist, könnten wir uns das ja gleich mal geben, ne? Weiß ja jetzt nicht wie viel. Ah ja, das kommt jetzt gleich runter.
Also hier so rein. Ja, sieht gemütlich aus, ne? Wenn einen der Baumstamm schon so entgegenguckt. Jetzt musste ich mal ein bisschen abmießen, ne? So. Jetzt muss ich ja hier irgendwie mich vielleicht anlehnen hier an den. Naja, so weit wollte ich mir jetzt auch nicht anlehnen. Jammer. Genau so an den, nicht anders. Also ich weiß zwar nicht, was hier der Weg sein soll, aber... Ne? Ja. Okay. Also auf jeden Fall ist es nicht für einen Playstar gemacht hier. Alter, auf jeden Fall nicht. Noch nicht mal ansatzweise. Und der kippt richtig schnell um. Aber... Denn, sag ich mal, wir haben ja hier noch die Möglichkeit, klar, jetzt keine Winde rauszuballern, aber den bergen zu lassen. Und dann gucken wir mal in Truck Shop. Weil der AMK, auf dem mal den Offroad Truck. Offroad Truck. Also hier ist AMK, nicht mit M. Die sind ja alle so Offroad, ne? Aber hier die anderen. Da war ich noch nirgendwo. Da kann ich noch nicht irgendwo hin. Hier ganz viele DLC-Dinger. Also denke ich mal, wird der erste gemeint sein. Der hier. Und der ist jetzt anders? Ach, es kommt. Wir können ja auch wieder verkaufen. Wir nehmen uns den einfach mal, kaufen den. Gucken uns den mal hier an im Trucklager. Hier ist er. Der sieht ja schon mal gemütlich aus. Vielleicht können wir den ja auch irgendwo irgendwas mitmachen. Individualisieren. Neuer Motor. Nicht. Getriebe. Nicht. Federung. Oh ja. Aktiv. Standard. Aktiv. Könnten wir kaufen. Haltbarkeit ist mehr. Okay. Wir ballern erstmal hier alle rein, was wir können. Oha. Guck mal, der hat hier alles. Schlamm, Offroad-Reifen. Was sind das für Schlammreifen? Was unterscheiden sie sich zu? Also wir haben ja die Anko-Reifen. So. Und Anko. 51 Anko. Oha. Die sehen irgendwie am geilsten aus. Aber Anko auch. Spezieller Reifen bietet gute Haftung für Gelände, ohne Fahrleistung zu verlieren. Und Anko-Reifen? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also außer, dass wir hier einen riesen, also wie so einen Mülltruck haben, haben wir hier so zwei, die nicht ganz so tief sind. Ich nehme die mal, warum auch immer. So, was haben wir hier sonst noch? Eine Winde. Können wir eine Langwinde ranmachen? Komm, wenn wir... Ach, wir haben zu wenig Geld. Siehst du? Ich habe schon alles weggeballert. Ich muss Geld verdienen, ne? Schnorchel. Standard. Aha. Achso, und der geht nach vorne. Ja, aber den können wir ja noch kaufen. Falls wir mal irgendwo, ne? So ein Koffer, Sattel hoch, Sattel runter. Achso, der kann gar nichts so richtig. Der kann nur Kraftstoff, Koffer. Okay. Ist ja nicht sehr doll, muss ich sagen, ne? Vorderseite können wir die Schnauze noch anpassen. Ich will den erstmal in Kackbraun haben. Genau. Einfach so, damit das nie auffällt, ne? Das ist, wenn ich da dann im Schlamm stecken bleibe, wäre das nicht so gut. So, was wir als nächstes machen wollen, guck mal, hier hinten müssen wir ja auch noch hin, da müssen wir hin. Wir haben hier ein paar Quests zu machen. Ich würde ja mit dem Scout gerne, aber ich werde es dann niemals hinschaffen.
So. Das heißt, den nehme ich erstmal. Werde mich bergen. Und dann versuche ich da langsam nochmal mit denen zu machen. Denen. Also ich bin die letzten Folgen, wie ihr merkt, schon so ein bisschen im Aufregungsfieber. Und ich glaube, ich mache den, fahre dann unten weiter und dann können wir ja noch die Karte verlassen. Ne? Da gucken wir auch mal rein. Nicht, weil wir durcheinander spielen wollen. Ne? Ich will schon alles aufdecken, was es gibt. Aber ich will mir auch mal die Karte angucken. Einfach so, weißt du? Jetzt haben wir schon fast Auto verloren, ne? Ist ja auch Wahnsinn. So fährt man ja auch wie so eine kranke Sau eigentlich, ne? Und sobald hier ein Brocken im Weg liegt, würde man ja gar nicht, also hier auch, ne? Man würde ja normalerweise voll runterbremsen, weil ja auch so nass, ne? Na hier, weil hier für Brocken liegen, da würde ich ja niemals rüberfahren. Größer ist mein Fuß. Ne? Aber in dem Spiel kann man natürlich ein bisschen den Kamikaze Joe rausholen und dann ordentlich da mal rüberfetzen. Hier hat man ja auch ein paar größere Reifen zu. Zur Auswahl, ne? So, ab zur Tankstelle, ab zum Priester. Bin gespannt, ob das jetzt gleich besser geht oder nicht. Mit dem hier. Bin echt entspannt. Ich glaube, wegen der 5 Liter wollte ich jetzt nicht irgendwie in den Kopf machen. So, und dann geht es ja hier jetzt wieder gleich rein. Und dann können wir schon mal den Nasskrank anmachen, weil ich ja nicht zu schnell hier runter möchte. Einziger Vorteil, wenn wir jetzt so umfallen, können wir uns wenigstens aufrichten. Und wir versuchen natürlich langsam runter zu machen und nicht umzufallen. Ich bin mal gleich spannend, wie ich das hier am besten mache. Das sieht hier schon mal übelst brutal aus, ne? Und weil ich so schnell war, hat der sich hier irgendwie so hochgeschaufelt. Oha. Aber ist ja noch ganz gut. Kommt das ein bisschen in die Schräglage rein. Also der Weg wurde, keine Ahnung, was mitten. Wie der geschaffen worden ist. Ich glaube, eigentlich gar nicht wurde der geschaffen. Wenn das jetzt natürlich ganz unten ist, ne? Dann haben wir wieder 5 Probleme mehr zu bewältigen. Da ganz unten ranzukommen. Habe ich denn eine Entfernungsanzeige? Ah, hier soll es sein, okay. Ich glaube, das ist nämlich ganz unten. Ja, jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, fahre ich jetzt hier so runter oder gucken wir uns das erstmal von hier oben an, ne? Also hier ist es ja deutlich flacher. Alter Schwer. Differentialsperre. Also für den nicht verfügbar.
Diese Differential verfügt gegenüber einem offenen Differential über einen beachtlichen Traktionsvorteil und erleichtert damit das Fahren in unwegsamem Gelände. Truckliste mal angucken. Der Chevrolet. Okay, alles klar. Nehmen wir natürlich mit. Gerne. Ne? Super. Machen wir Motor aus. Wir gucken uns den restlichen Weg an, ne? Den wir ja irgendwie leider hier fahren müssten. Wir haben jetzt hier gegenüber noch finde Antennenturm. Würde ich gerne auch nehmen. Aber den haben wir ja so schon, ne? Aufgaben? Nee. Den können wir gar nicht. Bei dem bräuchte man, müsste ich erstmal annehmen, ne? Nur so die Aufträge, ne? Das heißt, wir könnten hier eigentlich versuchen rüber zu fahren. Irgendwie so. Jo, sieht doch einfach aus. Sioni, voll der einfache Weg, ey, geil. Es war so klar. Okay. Oh. Geil. Oh, Glück gehabt, ne? So muss es aber auch sein. Man muss aber auch mal Glück haben, ne? Ja, da kann ich. Oh, jetzt wird's schwierig, weil ich denke mal. Ja, toll. Ich habe keine andere Wahl, außer das so zu probieren. Ich kann natürlich auch sagen, ey, pass mal auf. Wir können auch irgendwie probieren, mit dem Arsch darüber zu ziehen. Und dann mache ich hier ein Flickflack oder so, ne? Okay, da kriegen wir auch nicht hin. So. Ah, wir rutschen. Okay. Geile Sache, wenn wir rutschen. Da erreichen wir gar keinen. Aber vielleicht können wir uns rückwärts ziehen irgendwie. Ja, das ist ja natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, ne? Und nach vorne kommen wir ja auch nicht mit irgendwas, ne? Mal die Spannungsspitze vom Anziehen, ne? Also wir robben uns daran, ne? Pass mal auf. Wenn wir jetzt sagen, ziehen uns von da nach da. Easy peasy. Problem ist nur wieder darunter zu fallen, ne?
Da gibt's doch gar nicht ein. Bleib in die gleiche Kugel reinfallen. Na. Ah. Das gibt's doch gar nicht. Nee. Ja, warte mal. Okay, mal, der könnte mich da auch noch ziehen. So, und jetzt könnten wir sagen, okay. Hier, mein Arsch geht nach da. Und dann drehen wir uns wieder so um. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt im Main, ne? Ja, das mit dem Rückwärtsgang ist natürlich jetzt nicht so geil. Fahr jetzt hier gleich ganz da so rein. Gott, 500 Jahre später haben wir es mal geschafft. Oh Mann, ist das schön. Was für eine Pracht. Einmal auf der Seite lag er da und strampelte. Hatte keine. Schön, wie du guckst, wie ich singe. Räuchchen steht hinter mir und macht nur so hier. Ne? Ja. Weil ich auf der Seite landete. So sollte es enden eigentlich, aber ist egal. Weg hier gestört. Weil Deutschland sucht den Super-Truck-Fahrer. So, noch kommen wir hier durch. Das ist ja eigentlich ein Gauderweg. Das war jetzt hier nicht so wild. Wir gehen noch weiter durch den Morast. Ein bisschen, ne? Jetzt sind hier noch ein bisschen der Landlippe folgen. Okay, wo jetzt? Wo haben wir jetzt gemacht? Muss ich mir mal umdrehen, weil die kann mich immer heimlich jetzt beobachten und ich kriegt das immer ja nicht mit. Ich höre auch ja nichts, ne? Muss man auch dazu sagen, wenn ich hier diese Kopfhörer aufhabe, dann höre ich immer ja nichts mehr. So, ab durchs Kiesbett, ne? Durchs geweihte Kiesbett. Nicht umkippen, nein, nicht umkippen. Aber wir haben das Auto ein bisschen wieder sauber gemacht, ne? Die Bäume haben wir jetzt in die rausgekriegt. Aber eine Beule, so ein markantes Merkmal eines wildlebenden Gauts. Oha. Hier, ach ja, da war ja wieder diese tiefe Kackstraße, ne? Ja, ich kann nicht so immer. War jetzt nicht so geil für mich, ne? Ah, zum Glück ist es jetzt ja auch nicht so weit hier. Haben wir ja schon die Quest. Also wenn der Antennenturm jetzt hier direkt in der Nähe ist, dann machen wir den natürlich weg. Weil ich brauche ein bisschen Geld für... Was wollte ich haben? Den Schnorcheln, ne? So. Aufgaben. Aha. Ich muss gerade schief berichten von der Existenz eines Antennenturms in der Gegend. Sie wurde 20 Jahre lang nicht benutzt. Wir wollen sie aber wieder zum Laufen bringen. Könntest du versuchen, sie zu finden? Ja, kann ja jetzt nicht so krasser Antennenturm sein, ne? Ja, da ist er doch. Da war ich ganz am Anfang mal gewesen.
Auch rüber. Dankeschön. Lieber am Rand, ne? Hier, keiner würde da durchfahren. Jeder würde hier so fahren wie ich, glaube ich. Motorkuhle gar keinen Bock, ey. Und wie schnell wir auch hier sind, ne? Du musst nicht umfallen, ne? Das dürfen wir jetzt natürlich nicht. Ach, leck mio. Er kriegte mich wieder auf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ist doch alles nicht wahr. Ich drehe mich mal zur Seite, damit ich es besser sehe. Ist da halt nicht wahr, ne? Das ist heute, glaube ich, eine Unfallgesellschaft. Und nicht. Aber so klappt ja auch, ne? Wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.